Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute wieder mit einem Videopodcast, einer Sondersendung zu Weihnachten. Und zwar möchte ich heute eine sehr schmackhafte Beilage, die man dann eben zu allen möglichen Weihnachtsessen wie Wild oder Gänsebraten oder Entenbraten dazu essen kann. Und zwar möchte ich mit euch glasierte Maronen machen. Dazu habe ich hier die Maronen gekauft. Das sind jetzt frische Maronen, beziehungsweise werden die nach der Ernte meistens einmal mit heißem Dampf behandelt, damit die nicht mehr keimen. Und damit fängt jetzt auch schon die Vorbereitung an. Die müssen nämlich jetzt erst einmal ein bisschen gegart werden. Der Backofen läuft schon im Hintergrund. Und die Maronen müssen jetzt mit einem scharfen, festen Messer einmal kreuzweise eingeschlitzt werden. Wenn man das nicht macht, dann explodieren die. Da entsteht also eine Menge Dampf und Druck in den Maronen beim Backen. Und naja, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, sondern die sollen schön aufgaren und nachher an der Stelle, wo man sie kreuzförmig eingeschlitzt hat, da kann man sie dann auch ganz gut schälen. Also die Schale löst sich jetzt beim Garen natürlich auch ab und erleichtert uns dann nachher den zweiten Arbeitsgang. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen aufwendig. Die anderen Zutaten sind auch sehr überschaubar. Wir brauchen nämlich nur noch ein bisschen Butter. Da habe ich hier jetzt Butter, selbstgemachten Butterschmalz, aber Butter tut es da auch. Ein bisschen Puderzucker und ein kleines bisschen Geflügelbrühe. Die hat jetzt so eine schöne Farbe, weil ich bei der Geflügelbrühe auch schon eine Handvoll geschälter Kastanien mit dazu getan habe. Und wenn man die mitkocht, dann geben die der Suppe eine schöne Farbe. Ist übrigens auch ein Tipp für andere Suppen. Probiert das mal aus. Wenn man Walnüsse zum Beispiel mitkocht, dann wird das zum Teil grau bis schwarz. Weiß nicht, wenn man das für irgendeinen lustigen Effekt gebrauchen kann. Könnt ihr mal experimentieren. Vom Geschmack ist es auf jeden Fall sehr schön und man kann eben mit Nüssen oder Kastanien tatsächlich auch die Farbe der Suppe nachher beeinflussen. Gut, jetzt mache ich natürlich einen kleinen Zeitsprung. Das braucht ihr jetzt nicht sehen, wie ich alle Kastanien hier einschnitze. So sehen die Maronen aus, wenn sie aus dem Ofen kommen. Ihr seht jetzt hier entlang des Einschnittes hat sich die Schale etwas zurückgeschoben. Und ich habe natürlich hier schon mal angefangen, ein bisschen zu schälen. Das ist ja eine doch etwas langwierigere Sache. Und ja, ihr wollt mir sicher nicht dabei zuschauen, wie ich jetzt 15 Minuten lang hier Maronen schäle. Darum habe ich da schon mal etwas vorgearbeitet. Die Maronen sind jetzt eigentlich schon gar. Man kann die jetzt auch so essen. Ist als Knabberkram, ähnlich wie Nüsse, ganz schmackhaft. Die sind etwas gehaltvoller, also es ist jetzt nicht, ja, die sind so ein bisschen, gerade wenn sie warm aus dem Ofen kommen, wie Kartoffeln ein bisschen, aber eben mit diesem schönen, nussigen Aroma, was die Maronen halt mit sich bringen. So, jetzt geht's auch schon weiter mit dem Glasieren. Ich habe hier eine Pfanne, dann nehme ich den anfangs schon angekündigten Butterschmalz, so ein Löffelchen. So. Dann kommen auch schon die Maronen dazu. Jetzt hier die schönsten ausgesucht von denen, die ich geschält habe. Dann gebe ich den Puderzucker dazu. So. Das Ganze lasse ich jetzt schön karamellisieren.
Dafür stelle ich es jetzt nochmal auf den Herd. So, und jetzt hat der Karamell schon eine schöne Farbe angenommen. Und ein bisschen angeröstet sind die Maronen auch nochmal in der Hitze. Jetzt lösche ich das Ganze mit einem kleinen Schluck Geflügelbrühe ab. In diesem Sud lassen wir die Maronen noch ein bisschen köcheln, dann werden sie schön zart. Die Brühe hat auch noch den Effekt, dass das Karamell, das wir ja mit der Butter und dem Zucker gekocht haben, wenn wir das jetzt so abkühlen lassen würden, das würde steinhart werden. Dann wäre es natürlich nachher nicht gut zu essen. Und so haben wir so eine Karamellsoße. Ich lasse das noch ein bisschen weiter köcheln. So in dieser Form, wenn es dann nochmal ein bisschen einreduziert hat, kann man es gut auch dann zur Seite stellen, kühl stellen. Ist also eine Sache, die man super vorbereiten kann. Und wenn man es dann später zum Essen serviert, erwärmt man das nochmal vorsichtig auf dem Herd. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Euer Kai Daniel Du.